So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Darksiders. Wir sind letztes Mal von Spinnen entführt worden, haben uns dann hier aus den Spinnenweben befreit, beziehungsweise aus diesem Kokon, wo wir gefangen waren, und befinden uns jetzt auf dem eisernen Dach. So, ich würde sagen, wir schauen uns doch gleich mal hier ein bisschen um. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich kriege die Steuerung noch hin. So, da haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Seelen gesammelt. Und da hinten sind auch noch drei Truhen. Aber wie komme ich da hin? Da komme ich noch nicht rüber. So ein Scheiß. Kotzt mich das an. Das heißt, wir müssen also erstmal hier rüber laufen. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die Brücke einbricht. Aber ist sie zum Glück nicht und da hinten sitzt irgendeine... Ich hasse Spinnen. Aber wir haben sie jetzt einfach mal ganz locker zermetzelt. Und wie es aussieht, müssen wir jetzt hier durch. Igitt. Hier! Ja, wo hier? Anscheinend kannst du hier noch nichts erreichen. Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier. Es ist ja... Bäh, so eine riesen ekelhaft große Spinne. Also da wären mir jetzt die Spinnen aus Minecraft viel lieber, muss ich sagen. So, das vermute ich mal müssen wir hier hinschieben. Für später, weil da kommen wir jetzt, glaube ich, noch nicht rüber. Und ich mache erstmal die Spinnen hier unten fertig. Oh, haut ab! So, die wäre tot und... Boah, ist das eklig, ey. Ja, was mache ich denn jetzt? Ob das vielleicht so geht? Moment, ich probiere mal schnell was. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja! Kann das irgendwie der was anhaben? Nee, gar nichts. Na, klasse. Ich werde jetzt... Der Dungeon gefällt mir jetzt schon, ey. Vor allem, weil ich auch so ein Spinny-Liebhaber bin. Ist das da oben was? Nee, ist bloß eine Lampe. Okay, weiter geht es. Gehen wir mal hier nach oben. Ja, hier bin ich. Und ich stelle fest, ich sollte mal meine Lebensenergie aufladen. So, im Allgemeinen ist der Ort hier ja eigentlich ganz cool, wenn er nicht nur so von Spinnenweben verseucht wäre. So, hier rüber. Da drüben kommen wir noch nicht durch, wegen dem fehlenden Schlüssel des Betrachters. Und ich muss mal kurz am Mikrofon ein bisschen leiser stellen, weil die Musik ist extrem laut gerade. So. Jetzt, wo müssen wir denn lang? Ach, schon wieder so. Jetzt reicht's mir hier aber mit diesem
Aber die sind mir alle mal lieber als irgendwelche Monsterspinnen. Ja, wie viele kommen denn da jetzt noch hier? So, jetzt erstmal hier die Zornenergie aufladen. Obwohl mir ja Lebensenergie viel lieber gewesen wäre, aber... So, das wäre erledigt. Ich hoffe, das war jetzt erstmal hier der letzte. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier durch. Oder sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Da ist noch so eine riesen fette Spinne. Funktioniert das? Natürlich sterben sie nicht. Haut ab! Geht weg! Boah, mir läuft es gerade richtig kalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, dass die nachts an einem so hochkrabbeln können. Boah. Das ist doch bestimmt was extrem Ekliges. Mich würde es nicht wundern, wenn da ein Haufen Spinnen rauskommen. Habe ich es doch gewusst. Komm, komm her. Wo seid ihr? Spinni! Natürlich stirbt sie nicht durch das... durch den Wurfstern. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Achso, da ist bloß so ein ekliges Ding. So, da haben wir jetzt so eine Art Wippe. Vermute ich einfach mal. Ja, genau. Du sollst sterben, du Scheiße! Gut, aber die Spinnen sind wenigstens weg. So, da komme ich... Nee, da komme ich natürlich nicht oben dran. Ha, wie geht's denn jetzt weiter hier? Muss ich vielleicht erstmal da runter? Ich gehe erstmal ganz vorsichtig da runter. Ja, die zertreten wir einfach und dann hat sich die Sache. Ja, was ist jetzt passiert? Egal, ich hole mir erstmal hier die Seelen. Oh. Gut, und da sollte ich nicht runterfallen. Wie komme ich jetzt? Achso, gut, hier komme ich wieder hoch. Jetzt schaue ich ja nochmal schnell, ob da hinten vielleicht noch irgendwas ist. Aber wahrscheinlich eher weniger. Nee, hier ist nichts mehr. Dann... Scheiße, schon wieder. Na okay, jetzt sind wir jedenfalls hier oben. Da unten drinne ist auch nichts. Ja, schön, wo soll ich denn jetzt lang?
Ich habe die Vermutung, dass ich da irgendwie drauf muss, aber ich weiß nicht, wie ich da drauf kommen soll. Ach, da hinten geht's ja hoch. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ja, haut ruhig ab. Haut ruhig ab. So, jetzt ist aber mal Schluss hier mit dem Kaffeekränzchen hier. So. Das wäre erledigt. Jetzt kommen noch die hier drüben dran. Das ist aber auch irgendwie ätzend. Vor allem nerven die irgendwie. So, und jetzt ist die Frage. Ganz oben ist auch nochmal eine Spinne. Ach. Wenn ich jetzt... Stirbt! Und drauf trampeln. So. Wir haben die Karte des Dungeons gefunden und das ist einerseits nicht nur eklig, sondern auch nervend. So, jetzt muss ich glaube ich allerdings nochmal hoch. Die Spinnen. Hier, irgendwo ist hier noch eine Spinne. Wusste ich doch. So. Und jetzt müsste ich, glaube ich, da oben mal hin. Gerade so. Schlüssel des Betrachters. Ja, schön. Da kommen wir doch gleich mal ein bisschen weiter. So, dann können wir jetzt hier wieder gepflegt zurücklaufen. Halt in die Richtung. Und dann... Oh, war das hier? Jo, hier war das.